Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, wir sollen mit Levant Schuhe einkaufen gehen, denn würde ich sagen, Geronimo! Ich muss dir was sagen. Was? Ich habe den Turm nicht an Frank übergeben. Ja, ist mir klar. Du willst deine Schwester finden, richtig? Was passiert ist, ist passiert. Ich will einfach nur meine Schuhe wieder haben. Klar. Also, das Wichtigste zuerst. Zurückholen? Wurden die geklaut? Levant, wenn du wusstest, wo deine Sachen sind, warum hast du sie dann bisher nicht geholt? Ja, warum hast du sie dann bis jetzt nicht geholt? Und wir holen uns jetzt hier mal Militärtech. Boah, jetzt komme ich endlich an die ganzen Dinger ran, ey. Optimal. Hemmstoffbehälter erkannt. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Okay. Siehst du die Öffnung? Wohnung 216. Du solltest dort eine große rote Kiste mit Goldrand finden. Da drin bewahre ich meine Schuhe auf. Kommst du nicht mit? Wegen dir sind meine Schuhe im Arsch, also geh mir neue holen. Geh rein, nimm die Schuhe, komm wieder. Und fass sonst nichts an. Kapiert? Hey, hier stimmt doch was nicht, Levant. Was ist los? Hol sie einfach, okay? Du bist auf den scheiß Fernsehturm geklettert, aber in eine Wohnung willst du nicht rein? Kommt drauf an, was da drin ist. Okay, Feigling. Worauf wartest du noch? Soll ich nachhelfen? Das kommt mir so spanisch vor. Soll ich jetzt ihre Schuhe holen? Ja gut, dann. Ab ins Apartment, würde ich sagen. Wo ist der hier? So, 16. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Aha. Moment. Ich bin drin. Fass bloß nichts an. Und nimm dir nur die Schuhe. Was ist hier, das dir so Angst macht? Machen wir erstmal den Generator an. Kühlschrank ist halt nichts mehr. Cool. Ob das wohl noch funktioniert? Unser Mixtape. Oh, gar nicht. Die Levant, die ich kenne. Okay. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Wow. Levant. Wer hätte das gedacht? Ja, aber... Oh. Levant? Du wirkst ja geradezu glücklich. Nette Bude. Hier hat auch noch jemand gewohnt. Lebt er noch hier, oder? Da lebt keiner. Finde einfach nur die Schuhe und lass die blöden Fragen. Warum hast du das hier fürs Fischauge aufgegeben?
weil ich da zu Hause bin. Ich habe alles mitgenommen, was ich brauche. Das heißt, außer die Schuhe. Na gut, nehmen wir erstmal hier den Hemmstoff. Okay, ich krieg gleich nochmal eine Fähigkeit. Gut. Nehmen wir. Alter, da tut einem mir mal selber weh hier. Ja, haben Sie offenbar viel Zeit verbracht. Ah, da ist die rote Kiste. Luan, ich habe deine Schuhe gefunden. Super. Und jetzt komm da wieder raus. Schade. Ist ein schönes Liebesnest mit Wein und super Aussicht und sogar mit Musik. Da ändert sich mein ganzes Bild von dir. Und weißt du was? Ich kann den Typ verstehen, dass er dich mochte. Fick dich, Aiden! Hey, ich wollte doch nicht... Luan, warte. Was? Hakon, du alte Sau. Liebe jedoch wechselt nicht mit Tag und Stunde. Ihr Ziel ist endlos. Bis ins Verderben. Oh, scheiße, Luan! Hakon ist... Okay. Aber... Muss ich das jetzt wissen? Muss ich das jetzt verstehen? Büroklammer. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Oh Mann. Na, halte ich mal fest hier. Wo ist er denn hin? Luan, bist du da? Komm schon. Ich wollte dich nicht verletzen. Triff mich einfach auf meinem Dach. Geh und warte dort auf mich. Gib mir die Schuhe und dann... Verpiss dich! Ist ja klar, dass du dahin gehst, wo du immer hingehst, wenn du sauer bist. Okay, auf ihrem Dach. Na denn? Einfach jetzt mal rübergleiten. Alter, wie viele Quests ich hier jetzt schon mittlerweile hab. Das hört hier nicht mehr auf. Hier können wir nochmal Aufwind nehmen. Auch wenn es nicht viel ist. Aber ein bisschen geht. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Das war... Ich dachte, er hält sich noch fest. Ich krieg die blödsinnigsten Tode hin, ne? So, war er mich jetzt rausgelassen? Jetzt mal hier nochmal ein bisschen Aufwind mitnehmen. Könnte man nicht eigentlich von hier aus direkt runter? Und dann rauf? War hier nicht denn irgendwo ein Ding, was wir hoch benutzen konnten? Oh, das war gerade zur Nacht, wo wir hier hergekommen sind. Ist doch hier die U-Bahn, wo wir auch die Kiste hatten, oder? Genau, und die ist auch schon wieder verschlossen. Okay, nehmen wir mit. So, jetzt müsste ich nur gucken, wo
ging es noch immer hier zum Dach rauf. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo es zum Dach rauf ging. Das ist schon ein paar Tage her. Ich hab's voll vergessen. Ich hab's voll vergessen. Wo geht's hier zum Dach rauf? Gute Frage, nächste Frage. War das denn nicht irgendwo hier und dann... Wo war das Ding mit dem, mit der Seilrutsche? Okay. Da oben ist die irgendwo, aber wie kam ich jetzt hier nochmal rauf? Mal hier erstmal rauf. Da oben drauf soll auch mal was sein. Meine Güte. Kann ich ihn jetzt da nochmal rauf? Das war so simpel und ich hab's jetzt aber vergessen. Ich bin der letzte Bandit, den du fängst. Meine Freunde werden dich jagen. Ja, aua. Mensch, ihr seid aber auch. Ich suche hier gerade den Aufweg. Ich finde den Aufzug nicht. Hier sind wir raus. Hier irgendwo? Ah, ja. Die Türen waren zu. Ja, jetzt sind wir richtig. Was ist er denn jetzt? Okay, warten wir erstmal. Hier, da sind deine Schuhe. Und das hier auch noch. Ich wusste nicht, dass du mit Tarkon zusammen warst. Warum wohl steht er so weit oben auf meiner Abschussliste? Okay, macht Sinn. Dass jemand Gedichte mag, heißt noch nicht, dass er den Tod nicht verdient. Habt ihr euch getrennt, weil er Frank im Stich gelassen hat, oder hat er Frank im Stich gelassen, weil ihr euch getrennt habt? Solche Analysen sind jetzt vollkommen sinnlos, Aiden. Was auch immer passiert ist, es war ein Fehler, okay? Ich hätte niemals so naiv sein dürfen. Deshalb solltest du nicht rumschnüffeln. Fuck! Warum hast du nicht einfach auf mich gehört? Sorry. Vergiss es einfach. Lass mich einfach in Ruhe. Was ist denn los? Du gibst einfach nicht auf, oder? Das solltest du doch wissen. Ich hasse die weinerliche Tour. Es ist doch nicht weinerlich, über seine Gefühle zu reden. Also gut. Kannst bleiben, wenn es sein muss. Aber stör mich nicht. Ich habe zu tun. Dich besaufen? Nein, du Idiot. Sterne gucken. Hey, da ist der große Wagen. Du bist ja echt voll der Experte.
Außer, dass das nicht der große Wagen ist. Oh, ups. Aber den Versuch war es wert, hä? Kennst du noch andere Sternbilder? Ja. Frank hat mir damals einiges über den Nachthimmel beigebracht. Als wir das Fischauge bauten, kletterte ich immer am Gerüst hoch aufs Dach. Frank kam hoch und sagte, es wäre zu kalt, zu spät und sowas. Aber dann erzählte er mir stundenlang Geschichten. Es war toll, ihm zuzuhören. Die Sterne sind so nah und so hell, dass man sie buchstäblich fast an den Eiern packen kann. So hat Frank das formuliert. Elegant, oder? Was ist mit dir, Aiden? Mit mir? Wieso? Kennen Pilger sowas wie Herzschmerz? Vergiss es. Wow, du bist also schüchtern. Dann ist dein Sternbild also Kygnos. Was? Da drüben, schau. Der Schwan. Wenn ich Sterne gucke, finde ich den Schwan immer als erstes. Du flunkerst mir was vor, um Eindruck zu schinden. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Bist du denn beeindruckt? Ja, schon. Und das Gedicht? Das sind nur Worte, Aiden. Worte bedeuten etwas. Lieb ist kein Narr der Zeit. Ob Rosenwangen auch. Ihrer Sichel krumme Schneid umspannt. In enger Stundenlauf uneingefangen. Nur Worte, hm? Genau. Nur Worte. Hast du Hakon getroffen, während du mit Frank das Fischauge gebaut hast? Er hing damals oft mit Frank rum. Sie waren Freunde. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Ich war jung und suchte Aufmerksamkeit. Und er wollte seinen Spaß haben. Aber ich habe daraus gelernt. Wichtige Lektion fürs Leben. Es geht dir immer noch nahe, oder? Deshalb hast du mich auch in die Wohnung geschickt. Ja, es geht mir nahe, Aiden. Denn ich bin nicht mehr dieselbe. Deshalb wollte ich nicht da rein. Damit das kleine, dumme Mädchen, das ich damals war, nie mehr die Oberhand gewinnt. Ich habe es mal gehasst. Aber heute ist sie mir total egal. Ja, wir sollten schlafen. Aiden, wenn ich Hakon sehe, bringe ich ihn um. Ganz einfach. Halt mich nicht auf. Okay, aber wenn du dich rächst, fühlst du dich noch lange nicht besser. Es geht nicht um mich, sondern um Frank. Ich werde alle rächen, die in jener Nacht starben. Damals sind viele Sterne erloschen. Hakon hat immer groß dahergeredet. Aber als es drauf ankam, ließ er seine Freunde im Stich und sie starben. Da hat er sein wahres Ich gezeigt. Feige Ratte. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Stimmt. Aber ich kann seine Uhr stoppen. Und das werde ich auch. Ja. Gute Nacht, Aiden. Aiden, sind Sie da? Wo sind Sie? Ich bin hier, ja. LeWarn? Schön, dass Sie am Leben sind. Das war wirklich aufregend in dem Gebäude und dann waren Sie auf einmal weg. Wir müssen reden. Es geht um die GRE-Datenbank, nach der Sie suchen. Ich habe endlich was Konkretes gefunden. Ich warte auf dem Schiff auf Sie. Danke, Jack. Ich komme zu Ihnen so schnell ich kann. LeWarn? LeWarn, bist du da? LeWarn, komm schon, hörst du mich? Sag einfach, dass du okay bist. Okay, der Schuh. Abgeschlossen. Das neue Story-Quest Imperium.
So, aber jetzt haben wir erstmal ordentlich Material und wir können ja jetzt an und für sich auch den Turm hoffentlich benutzen, um hochzukommen, oder? Und dann auf die ganzen anderen Gebäude, wo ich nicht raufkam, da können wir ja jetzt hingleiten. Und zwar ziemlich simpel. Das heißt, ich würde jetzt mal Schnellreise machen. Ich will mal gucken, wie wir da jetzt hochkommen. Weil da gibt es dann noch den einen oder anderen, die andere Sache, die wir da noch machen können. Und ja, mal gucken. Jetzt heißt es sowieso erstmal die ganzen Nebenquests, die ich jetzt die ganze Zeit liegen gelassen habe, wie so ein, weiß ich nicht. Die müssen jetzt mal abgemetzelt werden. Ich habe jetzt keine Zeit für Hexenprobe. Und Jack kann auch ruhig noch mal ein bisschen warten, weil wir haben, wie gesagt, sehr viele Questen jetzt noch offen. Aber wir haben ja jetzt auch relativ viel Stuff noch so zu tun. Also, gucken wir mal. Das ist die Frage, wir kommen ja hier in den sicheren Bereich. Doch plötzlich gerät er in Panik und bietet mir einen Beutel Kristalle an, damit ich ihn laufen lasse. Hast du die angenommen? Können wir jetzt hier mit dem Fahrstuhl fahren? Weil der Fahrstuhl müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Fahrstuhl rufen. Kann ich den auch rufen? Nee. Reiners Leute haben eine riesige Lampenbestellung von Matt erhalten. Vielleicht beleuchten sie die Straßen. Okay, und Dach. Wenigstens mal ausprobieren. Aber man könnte hier halt wenigstens ein bisschen Licht machen. Klein bisschen. Das hört sich hier richtig gefährlich an. Ich komme hier von einer Dark Zone in die andere. Okay. Brauche aber lange. Ne, ich habe aber noch das Messerchen. Na aber. Boah, jetzt wirklich ziemlich lange hier. Okay, hier oben ist sogar noch ein Hemmstoffbehälter. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich mich bewege. Hier oben ist sogar noch ein Hemmstoffbehälter. Direkt unter mir. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Bin ich aber zu weit weg. Hier hinten waren wir ja gar nicht. Kann ich mich hier reindrücken? Tatsache. Na, mach mal auf hier das Ding. Erstmal den auf. So. Militärkit. Was haben wir hier? Gut, zeig ich mal her. Okay, was haben wir hier noch? Gut. Noch ein Militärkit, noch ein Aufputschmittel, noch ein Hämmerchen. Ah, die lässt sich nicht öffnen, oder was? Der Bolzenbauplan, okay. Endlich da noch was. Kleines Band. Aber wie komme ich jetzt hier zu dem Hemmstoffbehälter?
Moment mal. Weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber ich kann hier wieder die Leiter runterfallen lassen. Das ist halt direkt hier eine Etage unter mir. Wir können sogar hier schlafen, aber das bringt mir jetzt nichts, wenn ein Hemmstoffbehälter direkt unter mir ist. Dann guck ich mal. Das ist den ich halt nicht gefunden hatte. Da hätte ich reingemusst, ne? Oha. Na gut, dann muss ich jetzt hier erstmal wieder hoch. So. Und zack. Das kriegen wir ja noch gerade so hin. Hemmstoffbehälter erkannt, ich weiß. Und alle hab's. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja, wir müssen erstmal wieder darüber. Alle hops. Ich hätte gleich die Leiter nehmen können, ne? Naja. Dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum-ti-dum. Das Ding dreht sich ja jetzt sogar. Ist jetzt eigentlich die Frage, wie komme ich denn jetzt da wieder rüber? Ich glaube nicht. Ja, doch, das geht. Bisschen Drahtseilakt und so. Ich habe jetzt wenigstens von außen gesehen, was ich machen muss. Genau, hier. Und genau da muss ich ja rein. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch nur einen Versuch. Na doch, ich kann mich anschnibbeln. Und kann dann hier rein. Jawohl. Ah, fieser Hemmstoffbehälter. Aber ein richtig fieser. Aber egal, den nehmen wir mit. Ob er nun fies ist oder nicht. So, was haben wir denn da? Ich habe gerade eine Safe-Kombination gekriegt, oder? Ich hoffe mal. Ja. 5, 5, 5. Aha, wenn du 555 bist, dann bin ich. Okay, 555. So, wollen wir mal gucken, was er ist. Hä? Okay. Wenn du 555 bist, bin ich. Keine Ahnung. Ja.
IFU. Ja, wenn du 555 bist, dann bin ich. Ich habe keine Ahnung, worauf das auslaufen soll. Bin ich 666? Zahl des Teufels? So. Tatsache. Die Zahl des Teufels, sorry. Was für ein geiles Entchen. Was habe ich denn da für ein Entchen aufgesammelt? Dämonisches Entchen oder so. Das war ein Sammlerstück, ne? Keine Ahnung, was ich da aufgesammelt habe. War einfach nur ein, naja, Entchen. Okay, jetzt haben wir hier aber auch alles. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir nicht... Genau. Muss ja eigentlich nur in die Richtung gucken. Und jetzt jedes Mal von hier aus runtergleiten. Weil jetzt macht es das ja sehr viel einfacher. Davor sind wir da ja nicht so gut hochgekommen und jetzt können wir ja einfach runtergleiten und easy going. Wäre halt noch cool, wenn da oben eine Schnellreise wäre. Nee, das war das Ding, was ich nicht so gut hingekriegt habe, ne? Weil mir ja auch was gefehlt hat. So. Und alle hab's. So, was muss ich jetzt machen, damit ich weiter hochkomme? Ach, da drüben rüber. Aiden, halt dich fest. Mach nicht sowas. Jo. Haben wir gleich den nächsten aktiviert hier. Ich eigentlich auch gleich dann oben landen können, ne? Naja gut, so gut bin ich jetzt auch nicht, aber passt. Nächsten Außenposten. Oh, jetzt werden wir noch sehr, sehr viel machen müssen. Vor allen Dingen auch sehr, sehr viel nachholen müssen. Aber okay, passt schon mal. Nächster Peacekeeper Außenposten. Die nächste metallische Burg ist geboren. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.